und entführt sie in einen biedermeierlichen Salon. Friedrich von Ammerling, einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Porträtmaler des Biedermeier, zeigt hier einen Herrn der Oberschicht, wenn man so will, der High Society. Rudolf von Arthaber, Hersteller von einem ganz besonderen Kleidungsstück, nämlich dem unumgänglichen Kaschmirschal, ein Modeaccessoire, an dem die Vertreterin der Oberschicht sofort zu erkennen ist. Hier ein solcher mit Nonchalance über den Ottoman, über die Lehne des Möbels drüber geworfen. Dieser spielt in dem Bild eine ganz besondere Rolle, wie wir gleich sehen werden. Nun, was sich vor unserem Auge entfaltet, ist eine intime, innige Beziehung zwischen einem Vertreter der Oberschicht und seinen drei entzückenden Kindern, nämlich Rudolf, Emily und Gustav. Ein Abgehen vom üblichen heteronormativen Gesellschaftsselbstverständnisbild, das wir mit dem Biedermeier in Verbindung bringen, möchte man meinen. Nun, das Bild birgt sehr viel mehr Sprengkraft, als wir im ersten Moment wahrhaben wollen und wahrnehmen, wenn wir unseren Blick darüber gleiten lassen, diese innige, intime Szenerie mit den wunderbaren Ausformulierungen von Materialität. Wir sehen den samtigen Stoff des Möbels, die sehr edlen Materialien der Kleidung der vier Figuren, diese reizende Biedermeier-Porzellanpuppe mit meist aus Handschuhleder gefertigtem Korpus und vieles andere mehr. Was wir nicht sehen, ist die Mutter dieser drei Kinder. Da wird es interessant. Der Rückzug in die Privatheit, in den privaten Ort und Raum, das Cocooning, sozialer Rückzug, wenn man so will, nun, das ist ein Phänomen, das uns ja durchaus vertraut und bekannt vorkommt. Aber wieso erleben wir die Mutter dieser drei Kinder nicht? Nun, sie ist im Bild, ein interessantes Konzept. Der Jüngste der drei, Gustav, hält dieses Bild fest und betrachtet anrührend, voller Emotion, das Antlitz seiner verstorbenen Mutter. Und sie ist noch ein zweites Mal mit demselben Konzept ins Bild gebracht, nämlich in der Düsternis des Hintergrundes über den vier Figuren schwebend in Form eines Öl-auf-Leinwand-Bildes. Nun, die biedermeierlich gekleidete Vertreterin dieser Oberschicht. Rudolf von Arthaber als Erzeuger von Kaschmirschals, das heißt das Kleidungsstück seiner verstorbenen Gemahlin, ruht hier im Bild und somit ist sie ein drittes Mal repräsentiert. Dass das Bild aber nicht nur gesellschaftspolitisch sehr, sehr spannend ist, der frühe Tod vieler Frauen, ganz häufig aufgrund des Kindbetts, und der Folgeerkrankungen durch Infektionen. Der Umstand, dass diese Familie in dieser Häuslichkeit, in dieser Privatheit, in diesem Rückzugsraum des Salons mit all dieser Eleganz und neuen Form des Interieurs dargestellt ist, birgt per se schon eine hochinteressante Kraft, nämlich wir sind verortet in einem politischen Rahmen, der vom Druck des Kaiserhauses Kaiser Franz II., später Kaiser Franz I. und die Schmutzarbeit für ihn leistend Metternich. Clemens, Wenzel, Lothar, Metternich. Der Staatskanzler sorgt dafür, dass seine Augen und Ohren überall sind, freie Meinungsäußerung nicht möglich ist und somit bleibt der Bevölkerung gar nichts anderes übrig als ab und zu ins Theater zu gehen und sich eine kleine humoristische Gstanzl-Version eines politischen Witzes zu Gemüte zu führen und die restliche Zeit hinter vorgehaltener Hand im Privatraum bestenfalls im Versteck zu politisieren. Wir freuen uns auf Sie und hoffen, Sie bald im Belvedere begrüßen zu dürfen.